Hallo und herzlich willkommen hier zu Amazia, ja, dem Part 5 hier bei DLP-TV mit euren Danny. Ja, heute geht's weiter hier, lange kam jetzt nichts, ja, anderes kam erstmal was anderes hier, Landwirtschaftssimulator und ja, ich habe ein Mini-Let's Play vorgestellt, was wir vielleicht anzocken werden. Wenn ihr darauf Lust habt, ja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und heute sind wir wieder hier bei Amazia und werden wir mal sehen, wo es weitergeht. Ja, nochmal kleine Info, mein Headset ist wohl jetzt ein bisschen stabiler als sonst, aber ich krieg das erst am 1., habe ich halt eine E-Mail bekommen, dass es erst am 1. da ist. Also müssen wir uns jetzt noch die kurze Zeit vergnügen oder damit leben, sage ich mal. Ich sage gleich Entschuldigung darüber, dass es jetzt ein bisschen anders läuft, aber ich gelobe Besserung, ja. Schauen wir jetzt mal weiter, was wir hier so Schönes finden. Also, dieser Nebel macht mich immer wirre hier. Ja, mal sehen, ob wir irgendwas finden hier. Ein Blödlein. Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Thermiebläde einhalten, wenn selbst die erfahrensten Flussrüstung, die man sich Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt? Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls. Ja. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Ja. Unsere Kinder haben schon wieder nach uns gerufen hier. Wir sollen hier irgendwelche Bilder angucken. Geh doch mal auf hier. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier drinnen. Gucken wir mal, was wir Schönes haben. Ja, Chemikalientransport, Gefahr. Höchst ätzend. Höchst entzündlich. Ja, das sieht aus wie eine Kiste hier. Können wir irgendwie was schalten, aber hier ist ein kleiner Kurzschluss drinnen, also müssen wir mal weiter gucken. Wir sind hier in der zweiten Fabrik. Fluchteinbruch. Notabschaltung im Kraftwerk. So, schauen wir mal weiter hier raus. Ob wir hier irgendwie noch was finden. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Irgendwo muss ja was sein. Ich schätze mal, das hat was mit der komischen Hebebühne da oder was das war, Fahrstuhl, zu tun. Werden wir mal nochmal dahin gehen oder haben wir hier irgendwie was übersehen? Jetzt wird das so eine Schweinemaske. So. Schauen wir mal hier rein. Ich denke mal, hier wird das Geheimnis liegen. Was das auch immer ist. Es sieht aus wie eine Batterie oder so. Ja, wo müssen wir damit hin? Das ist die Frage der Gefragten. Hat das irgendwas mit dem Auto zu tun? Ich hab's schon fast... Ich denk's mir fast, was sein könnte. Mensch. Das muss doch hier rein, oder? Oder so... Hä? Hey. Doch eine Batterie für irgendein Auto, oder? Oder für den LKW zumindest. Und die hat doch die Größe. Und ist magnetisch. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. So. Ja, der Herr Mai geht doch nun mal rein hier. Oder hat es gar nichts damit zu tun? Ja, lassen wir das erstmal hier liegen und schauen wir mal irgendwie, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ob wir irgendwas übersehen haben. Zum Beispiel das Dach hier, könnte das sein? Ich hier hochkomme.
Nö, komme ich nicht hoch. Dann kann das noch nur ein Rätsel sein. Und wie ich Rätsel liebe, schaffe ich das oder nicht? Weil ich bin nämlich nicht so der Rätselfreund. Eher so die Kate, die Kiwi. Wird sich wahrscheinlich wieder totlachen, wenn die das sieht. Weil das ist ja normalerweise so ein kleiner Fax für sie. So, ja. Also es ist ja zumindest... Aha. Aha. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wollen wir gleich mal gucken hier. Hey. So, legen wir das Ding jetzt nochmal hier hin. Machen wir mal die Luke auf und... Selavi, komm hier rein. Match. Da Mist hier. Klappe zu, Affe tot. Kann ich das jetzt irgendwie runterfahren, aufmachen? Wird doch nichts. Ist die Tür? Was zum Teufel? Das ist doch... Was soll das sein? Sieht aus wie eine Batterie, aber... Warum... lässt er die immer fallen? Zumindest hätte ich doch... die Vermutung, dass das Teil hier reinkommt. Was hätte das sonst für einen Sinn, das Fach? Es müsste aber gedreht werden. Oder? Ich bin mir fast sicher, das kommt dann, ey, weil ich muss da bestimmt die Kurbel hier drehen, aber warum geht das nicht? Ich bin doch auf dem richtigen Weg. Muss das irgendwie noch anders gedreht werden, oder? So. Siehst du? Jetzt passt's. Dö. Und der Kapellmeister sagt, es werde Licht oder auch nicht. Ach, das ist eine Fummelarbeit hier. Ja, so kriege ich hier keinen Motor an. Hallo? Das Auto muss hier weg, dass ich hier reinkomme. So sieht's nämlich aus. Aber warum geht das nicht? Jetzt. Jetzt ist doch eingerastet, oder nicht? Wie rum dreht man die überhaupt? Oh. Warum passiert hier nichts? Passiert nichts. Das ist ja jetzt blöd hier. Verdammt.
Gott. So, ihr habt's gesehen, hier passiert nichts. So viel ich auch drehe. Muss ich hier vielleicht die Schüssel rumdrehen, irgendwas? Ach, ja. Könnte ja so einfach sein, ne? Im wahren Leben würde ich jetzt einfach hier drüber springen. Aber es wäre ja ein Spiel nicht möglich, ne? So. Es passiert aber auch nichts. Ist komisch. Das Problem ist, wo will er dann auch hinfahren? Ich kann ihn ja kaum wegschieben. Oder wegfahren. Das will nicht. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Das ist ganz komisch, ganz komisch. Einmal will's rein und einmal will's nicht rein. Was ist das bloß für ein Zeug hier? So sieht's aus. Ja, meine Lieben, ich werde mir mal in den nächsten Part hier, in den sechsten Part, mir mal Gedanken drüber machen. Und ja, noch was dazu. Wir haben ja jetzt den Landwirtschaftssimulator, die erste Map, erledigt. Und wie gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, eure Maps, die ihr vielleicht erstellt habt, bei uns auf die Seite schreiben. Und wir werden sie dann gerne antesten, wenn ihr wollt, natürlich. Und ja. Wie gesagt, ich werde mir jetzt mal hier eine Platte machen, hier in den komischen, düsteren Halle und wie man das am besten hier machen, ohne hier sinnlos Zeit zu verschwenden. Ja, sehen uns dann in den sechsten Part wieder bei Amazia mit euren Danny und DLP-TV. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich natürlich freuen und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Part. Dankeschön, tschüssi!